Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Weltreporter. Wir begleiten heute zwei Minister in den brasilianischen Regenwald, besuchen Moldau, ein Land zwischen Krieg und Frieden. Und wir beginnen im Krieg in der Ukraine. Die Kämpfe dort werden vielfach konventionell ausgetragen. Viel altes Gerät ist im Einsatz, aber eben nicht nur. Moderne Einsatzmittel wie Drohnen spielen eine wichtige Rolle in der ukrainischen Verteidigung. Und in der Nähe von Kiew werden Soldaten im Umgang damit geschult. Unsere Chefmoderatorin Tatjana Ohm war mit dabei. Ein Geräusch, als würden Myriaden von Mücken sich den Wald zu eigen machen. Doch die Geräuschkulisse wird durch ca. 20 herumschwirrende Drohnen unterschiedlicher Größe hervorgerufen. Hier, irgendwo bei Kiew, üben Soldaten der ukrainischen Armee den Umgang damit. Als einen Krieg der Drohnen und der Artillerie haben viele Experten den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine schon bezeichnet. Gerade die Drohnen spielen auf beiden Seiten eine wichtige Rolle. Wir sind hier am Übungsplatz der ukrainischen Armee, wo die künftigen Drohnenpiloten ausgebildet werden. Einige haben schon ein bisschen Vorerfahrung mit Drohnen, die man im zivilen Sektor gebrauchen kann. Aber wir sehen hier und lernen hier, das ist schon mal nicht so schlecht, aber es hilft nicht wirklich, wenn es eben darum geht, mit Drohnen, die militärisch eingesetzt werden, zu arbeiten. Es sind Aufklärer, Angehörige von Spezialeinheiten, die durch diesen Kurs lernen wollen, den Feind mit modernsten Methoden zu schlagen. Nun, wir sind im 21. Jahrhundert. Die Zeit steht nicht still. Die Zukunft basiert auf fortgeschrittenen Technologien. Um den Feind auf dem Schlachtfeld zu entdecken, ist es natürlich besser, eine Drohne in der Luft zur Aufklärung zu haben, als das Leben unserer Männer zu riskieren. Wir minimieren dadurch Verluste in den eigenen Reihen. Pedro kennt Drohnen aus dem zivilen Bereich, doch hier macht er die Erfahrung, dass das Handling für den militärischen Bereich noch einmal anders ist. Unterrichtet wird er von Chuck, der nach einer schweren Verwundung an der Front bei Vuhledar nicht mehr aufs Schlachtfeld zurück darf. Als Trainer versucht er nun, so viele Kameraden wie möglich, so schnell wie möglich auszubilden. Aufklärung mit Drohnen, das ist schon sehr speziell. Es braucht viel Vorbereitung. Ein Pilot braucht Zeit, um sich mit dem Controller vertraut zu machen. Die unterschiedlichsten Faktoren, die Einfluss auf das Gerät nehmen, wie Wetter zum Beispiel, müssen verstanden werden. Auch Störstrahlung, Funkstille, all das muss man verstehen, einüben. Das ist sehr viel in sehr kurzer Zeit. 5 Tage dauern die Kurse. Neben dem praktischen Übungsteil gibt es auch einen theoretischen, der in Zelten abgehalten wird. Im Hintergrund beobachtet der Mann das Geschehen, der die Akademie leitet, die eigentlich ein Privatunternehmen ist. Ein Unternehmen, das mittlerweile ganz im Dienst der Armee steht, finanziert wird durch Spenden und das ukrainische Digitalministerium. Der Einsatz von Drohnen hat den Kriegsverlauf auf den Kopf gestellt und damit auch den Verlauf unserer Verteidigung. Auch wenn der Feind uns zahlenmäßig deutlich überlegen ist, sind wir gut über deren Situation informiert und das verdanken wir vor allem den Drohnen. Viele der verwendeten Drohnen allerdings sind eigentlich nur für den zivilen Bereich gedacht. Die Hersteller der Geräte sind nicht wirklich glücklich über den militärischen Einsatz ihrer Produkte. Nun, die Hersteller, deren Drohnen am meisten genutzt werden, die sind tatsächlich gegen den Einsatz ihrer Drohnen von Ukrainern oder Russen für diese Zwecke. Aber wir haben nicht wirklich eine Wahl. Wir können das jetzt nicht einfach zurückziehen. Wir schützen unsere Heimat. Entlang aller Frontlinien wird das hier Gelernte von den Verteidigern eingesetzt werden. Pedro, der nach Abschluss des Kurses zurück in das so heftig umkämpfte Bachmut kehren wird, ist zuversichtlich, dass sein neu erworbenes Wissen vor Ort von Nutzen sein kann. Und jetzt ist sie mir aus Kiew zugeschaltet, Tatjana Ohm. Tatjana, wenn ihr bei militärischen Schulungen dreht, wie wir es gerade gesehen haben, worauf müsst ihr da achten? Welche Einschränkungen gibt es vielleicht auch, damit man nicht zu viel preisgibt? Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Also mit einer der wichtigsten Einschränkungen ist halt immer die Örtlichkeit. Also da darf eigentlich nie drüber gesprochen werden, weder vorher noch hinterher, wo genau sich diese Schulungsorte, Schulungszentren befinden. Wir hatten ja auch Gelegenheit zum Beispiel mit einer belarussischen Einheit in deren Hauptquartier hier in irgendwo bei Kiew zu drehen. Auch da ganz klar, es darf nicht drüber gesprochen werden, zu keinem Zeitpunkt, wo sich das genau befindet. Die Handys müssen auch ausgemacht werden, zumindest auch die Geodaten. Das muss alles ausgeschaltet werden, weil natürlich immer die Sorge da mitschwingt, dass unter Umständen dann eben doch preisgegeben wird, wo sich genau das befindet, das Schulungszentrum, die Einheit, ein mögliches Hauptquartier einer Einheit und damit natürlich die Gefahr einhergeht, dass die russische Seite das mitbekommt, weil darüber muss man sich auch im Klaren sein. Beide Seiten hier beobachten sehr, sehr genau, was die internationalen Medien schreiben, berichten, welche Fernsehberichte da kommen und es dadurch dann möglicherweise ermöglicht wird, der russischen Seite irgendwo anzugreifen.
Wenn wir generell auf die Arbeitsbedingungen schauen für Journalistinnen und Journalisten, du selbst bist seit gut einem Jahr immer wieder in der Ukraine. Hat sich da was geändert? Naja, ich sag mal so, für uns hat sich vor allen Dingen geändert, dass wir jetzt mehr Erfahrung haben, dass man bestimmte Situationen anders nochmal einschätzen kann, dass man sie anders bewerten kann. Ein ganz banales Beispiel. Am Anfang für viele von uns, die das erste Mal in der Ukraine waren, die Dimension, die Größe dieses Landes, die ist dir nicht bewusst, wenn du das erste Mal hier bist. Wenn du dann aber das erste Mal 8 Stunden im Auto gesessen hast, um von A nach B zu kommen, hast du da doch schon einen anderen Eindruck. Wenn es konkret darum geht, zum Beispiel mit dem Militär zusammenzuarbeiten, jeder Journalist hier ist akkreditiert mit dem Verteidigungsministerium. Diese Akkreditierungen werden jetzt auch nochmal erneuert. Da wird es neue Regelungen für geben ab Anfang Mai. Die sind dann nicht mehr ohne Ende gültig, sondern da gibt es jetzt 6 Monate Gültigkeit, da müssen sie wieder erneuert werden. Und was auch neu ist für uns, und da wissen viele von uns, mich eingeschlossen auch im Moment noch gar nicht, wie das genau dann ablaufen wird. Man hat jetzt beschlossen von Seiten des Verteidigungsministeriums, dass die einzelnen Kommandeure in den einzelnen Frontabschnitten gewissermaßen selber bestimmen können, wie weit lassen wir Journalisten mit nach vorne, wie weit nehmen wir sie mit, was gestatten wir. Das bedeutet, alles ist eingeteilt worden in 3 Zonen, in diesen jeweiligen Abschnitten. Du hast eine grüne Zone, wo man sich als Journalist frei bewegen kann. Da brauchst du auch keine Begleitung. Da kannst du drehen und interviewen, wen und was du willst. Dann gibt es die sogenannte gelbe Zone. In dieser gelben Zone bereits brauchst du einen Pressevertreter, jemanden vom Militär, der bei dir ist, entweder von einer Einheit jemand, der dich begleitet, oder eben tatsächlich ein echter Pressesprecher. Und dann gibt es die sogenannte rote Zone. Da ist jeglicher Zugang untersagt. Im Moment zum Beispiel ist Bachmut eine solche rote Zone. Da dürfen augenblicklich Journalisten von außen nicht mehr rein. Da wird man dann gestoppt am Checkpoint, wenn man das versucht. Es gibt noch ein paar Kollegen, die sind direkt wohl noch vor Ort und können deshalb von dort auch noch Bildmaterial zum Beispiel schicken. Aber jetzt aktuell reinkommen von hier aus, wenn wir das beschließen würden, wäre überhaupt nicht möglich. Das hat mehrere Gründe natürlich. Zum einen geht es ein bisschen, glaube ich, dem Verteidigungsministerium schon auch um die Sicherheit der Journalisten, weil es da einfach Vorfälle gegeben hat, wo Journalisten sich selbst in Gefahr gebracht haben, was dann wiederum bedeutet, dass ukrainische Kräfte gebunden sind, um diesen Journalisten zu helfen. Und das andere hat natürlich schon auch ein bisschen damit zu tun, dass man die Oberhand darüber behalten will, wann wird von wo, wie, worüber berichtet. Das ist keine Zensur, aber man merkt schon so ein bisschen, dass man hier versuchen will, das Narrativ ein bisschen wenigstens mitzubestimmen. Tatjana, ganz egal, wo in der Ukraine ihr euch aufhaltet, in welcher Zone, passt weiterhin gut auf euch auf. Dankeschön. Tatjana hat Bachmut gerade angesprochen. Kein Ort in der Ukraine ist derzeit so heftig umkämpft. Seit Wochen schon steht die Stadt massiv unter Druck und wehrt sich. Etliche Menschen sind gestorben, Zivilisten, Soldaten, etliche wurden und werden verletzt. Unser Reporter Ibrahim Naba hat eine Nacht lang ein Ärzteteam begleitet. Die Mediziner drehen an der Ostfront ihre Runden. In einem umgebauten Schulbus sammeln sie Verwundete ein und leisten Ersthilfe. Ein alter Schulbus, umgebaut zum Nachtlazarett im Osten der Ukraine. Hier an Bord werden verwundete Soldaten aus den Frontregionen behandelt. Es sind ganz junge Ärztinnen und Ärzte, die sich um diese Soldaten kümmern, die in ganz unterschiedlichen Zuständen sind. Manche sind in einem sehr kritischen Zustand, haben wirklich schwere Verletzungen davongetragen von Kämpfen. Andere sind nur leichter verletzt, können auch sitzen. Es gibt mehrere Liegen für die, die vor allem eben schwerer verletzt sind, und hinten auch noch mehrere Sitzplätze. Bis zu 9 Stunden dauert eine Evakuierungsfahrt. Wir haben heute 12 Soldaten an Bord. Das ist echt gut, denn mit einem normalen Krankenwagen könnten wir nur 1 bis 2 Personen transportieren. Gerade hier im Osten der Ukraine tobt der Krieg seit Wochen. Mit Sturmangriffen preschen Putins Truppen vor. Und die ukrainischen Soldaten halten nicht nur mit Feuerkraft dagegen. Die aktuelle Lage an den Frontlinien ist wirklich angespannt. In manchen Regionen haben wir sehr schwere Verluste unserer Soldaten. Wir wissen, dass diese Jungs Helden sind. Sie ziehen in den Krieg, um uns zu verteidigen, auch mich.
and me, including me. So first, mein Job ist es, ihnen Respekt zu zeigen und ihnen die Hilfe zu geben, die sie brauchen, damit sie lebend im Krankenhaus ankommen. Wir hatten kürzlich einen Mann, der fast am Verhungern war. Er hatte 5 Tage zuvor nichts gegessen. Und als er dann bei uns ankam, hat er geweint. Er sagte, genau davon habe ich geträumt. Nur einen Keks, Saft oder ein bisschen Wasser. Einer der Soldaten, die im Bus behandelt werden, ist der 26 Jahre alte Dimitri. Die russischen Feinde haben unsere Stellung angegriffen. Sie haben versucht, uns zu überrennen und uns zu umzingeln. Ich wurde im Kampf verwundet. Ich habe eine Schusswunde an der Hand. Es ist ein Durchschuss. Wenn die Wunde verheilt ist, will ich zurück an die Front. Ich gehe dann zurück zu meinem Bataillon und kämpfe. Meine Motivation ist es, die Russen komplett aus unserem Land zu jagen. Unser Land von diesen Invasoren zu befreien. Nach knapp 4 Stunden Fahrt erreicht der Bus das Krankenhaus. Alle Soldaten an Bord haben in dieser Nacht überlebt. Aber für das Ärzteteam geht es direkt weiter. An der Front warten bereits die nächsten Verwundeten. Und nicht nur sie warten an der Front auf Rettung. Menschen haben Vorrang, gar keine Frage. Aber auch Tiere leiden unter dem russischen Angriffskrieg. 2 Deutsche haben es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, Tiere aus umkämpften Gebieten rauszuholen. Auch wenn sie sich selbst dabei in Lebensgefahr begeben. Unser Chefreporter Steffen Schwarzkopf ist mit den beiden reingegangen in die Stadt Bachmut. Fahrt durch eine Geisterstadt, die in Flammen zu stehen scheint. Am Steuer Sascha Winkler, 36, aus Chemnitz. Der Ex-Bundeswehrsoldat hat eine Mission und einen klaren Grundsatz. Den Krieg, den wir Menschen angezettelt haben, dafür können die Tiere halt am wenigsten. Mit seinem 55-jährigen Kollegen Jörg Müller versorgt er die letzten verbliebenen Einwohner Bachmuts mit Lebensmitteln und vor allem Tierfutter. Viele Hunde und Katzen sind abgemagert und traumatisiert. Die Anwohner geben den Deutschen ihre Katzen mit. Ihr nächster Stopp, die Stadt Izium. Dort ist dann ein Tierheim. Was? Vorsicht, Vorsicht. Dort ist ein Tierheim, was dann die Impfungen vornimmt, medizinische Erstversorgung vornimmt. Und von da aus wird es dann weitergehen, entweder Richtung Vermittlung Ukraine oder Richtung Deutschland. Auch 9 Hunde, darunter einen Verletzten, werden die Freiwilligen mitnehmen, unter ständigem Beschuss. Das letzte Mal waren sie im Dezember genau an dieser Stelle in Bachmut. Die Frau von unserem Freund, die lebt ja vorne an der 33, die hatten auch 2 Hunde, da haben wir das letzte noch übernachtet, die ist von einer Granate getötet worden. Seit Beginn des Krieges sind die beiden Männer immer wieder in der Ukraine. 700 Tiere haben sie aus den besonders schwer umkämpften Gebieten in Sicherheit gebracht. Sie haben ein Netz an Kontakten, kennen die Adressen, wo Tierhalter leben. Ist er da? Nee, und da so haben wir es immer so verblieben, weil wir nicht wussten, wann wir wiederkommen. Und mal reinkommen, dass wir einfach die Sachen in den Hof reinschmeißen. Erst nach 2 Stunden verlassen die beiden Helfer, die alles aus Spenden finanzieren, die Stadt Bachmut. Haben sie Angst? Die habe ich abgelegt. Es ist natürlich nicht angenehm, diese lauten Geräusche zu hören, aber wenn ich reinfahre, ist es okay für mich. Ich habe die Entscheidung vorher getroffen, das vorher für mich ausgemacht. Von daher gesehen ist es okay. Bachmut ist nur eine von vielen Frontstädten in der Ukraine, die beiden Männer in den zurückliegenden 13 Monaten aufgesucht haben. Helfen konnten sie oft, nicht immer. Es war ein Jahr, in dem Zerstörung und Gefahr stets ihre Begleiter waren. Sie haben Unterstützer aus der Ukraine, aus Polen, aus Tschechien. Wir waren in Irpin, Bucha zu Beginn.
wo dann die Russen abgezogen sind, sind wir mit dem Militär zusammen reingefahren, haben Häuser durchsucht, haben auf den Straßen durchsucht mit Volontären aus Kiew zusammen. Dann sind wir als nächstes nach Kharkiv. Dann haben wir in den nördlichen Dörfern ganz viele eingeschlossene Tiere gefunden und befreit. Ungeplant wurden die Deutschen auch zu Zeugen des russischen Angriffskrieges, wenn sie unmittelbar nach Raketen- und Mörserangriffen auf Wohngebäude vor Ort waren oder wie hier getötete Zivilisten sahen, die erst kurz zuvor verscharrt wurden. Wenn möglich, retten Sascha Winkler und Jörg Müller nicht nur Tiere, sondern natürlich auch Menschen. Viele wollen nicht gehen, doch Svetlana und ihr Vater willigten kürzlich ein. Die Kämpfe um ihre Heimatstadt Bachmut waren zu heftig geworden. Bei der Einfahrt, also noch vor Bachmut, haben wir tote Soldaten gesehen, verkohlte Leichen, die 2 Meter von den PKWs entfernt lagen. Wahrscheinlich ein Granateinschlag oder Raketeneinschlag. Sie konnten auch nicht geborgen werden, weil es einfach zu gefährlich war in der Einfahrt. Auf der Rückfahrt waren sie abgedeckt gewesen, aber es war heftig. Die Tiere, die beiden Männer unter Lebensgefahr aus der Frontregion bringen, finden auch in Deutschland ein neues Zuhause, unter anderem in Sachsen. Hier im Tierheim Horker kommen sie in Quarantäne und werden dann weitervermittelt, meistens innerhalb weniger Wochen. Ich bin mir völlig im Reinen, dass ich da reinfahre und es kann alles passieren. Das ist die psychische Stärke, die ich habe und was für mich völlig okay ist. Man hat mit allem sozusagen abgeschlossen und funktioniert dann dort noch. Und so ist es auch, was man dann halt macht. Man ist unter Adrenalin, man ist klar und fokussiert. 50 Touren haben die beiden Tierretter durch oft zerstörte Kriegsregionen bereits hinter sich. Noch viele weitere werden folgen. Wie viele, das kann keiner der beiden sagen. Möglicherweise werden ihre Einsätze weitergehen, bis der Krieg endet. Lebt hier. Die Ukraine hofft, dass der Krieg bald endet. Das Nachbarland dagegen hofft, dass der Krieg dorthin nicht übergreift. Die Republik Moldau steht nicht nur geografisch zwischen Russland und der EU. Die Regierung sucht die Annäherung an den Westen, aber Russlands Einfluss ist groß. Moldau ist extrem abhängig von russischen Energielieferungen. Weit mehr noch, als es in Deutschland der Fall war. Unsere Reporterin Rixa Fürsen hat sich zusammen mit Kameramann David Körnsdörfer in Moldaus Hauptstadt umgesehen, in Chișinău, wo das Leben teuer und die Unzufriedenheit groß ist. Nieder mit Maia Sandu rufen die Demonstranten auf den Straßen der Hauptstadt von Moldau. Seit Wochen organisieren Oppositionsparteien Proteste gegen ihre Präsidentin, angeführt von pro-russischen Kräften, auch an diesem Tag. Wir sind hier in Chișinău spontan auf einem Protest vor dem Innenministerium. Sie protestieren gegen die pro-europäische Präsidentin Maia Sandu. Sie wollen ihren Rücktritt, einen Umsturz der Regierung. Sie sind unzufrieden mit der Situation im Land, mit den hohen Energiepreisen. Besonders alte Leute haben sich hier versammelt. Es sind viele ältere Frauen, viele können ihre Rechnung nicht bezahlen und wollen ein Ende der proeuropäischen Regierung und des proeuropäischen Einflusses hier im Land. Denn die Not ist groß in dem kleinen Land, das zu den ärmsten Europas gehört. Für viele ist das Geld knapp und der Krieg im Nachbarland Ukraine hat die Energiepreise durch die Decke schnellen lassen. Auch Theodor bekommt das zu spüren. 7-mal teurer ist das Gas heute noch als vor einem Jahr. Der 77-Jährige zeigt uns sein Zuhause. Über 50 Jahre hat er als Professor für Literatur an der Universität gearbeitet. Heute lebt er in einem sogenannten Kamin, eine Art Wohnheim für Arme. Sein Leben findet auf 10 Quadratmetern statt. Fließend Wasser gibt es nicht. Küche und Bad muss sich Theodor mit anderen teilen. Neben dem Bett ist eine Kochplatte verstaut. Umgerechnet etwa 150 Euro Rente im Monat bekommt er vom Staat, erzählt er uns. Davon hat er früher ungefähr 15 Euro für Miete und Nebenkosten gezahlt. Heute sind es knapp 100. Zum Leben bleiben ihm nur noch 50 Euro im Monat übrig. Ich frage ihn, wie er sich das Leben überhaupt noch leisten kann. Ich rauche nicht und ich trinke nicht. Das ist mein Glück. Ich brauche nur Geld für Essen. So wie Theodor geht es vielen im Land. Der Staat versucht zu helfen, doch die Hilfen kommen oft nicht an oder reichen nicht aus. Niemand hilft mir. Nicht meine Regierung, nicht mein Parlament. Niemand.
Wir treffen uns mit dem Energieminister Viktor Palikow, um über die teuren Gaspreise zu sprechen. Er ist erst seit ein paar Wochen im Amt und eigentlich gar kein Politiker, sondern Experte für Energie. Nun soll er Lösungen finden. Für uns begann die Energiekrise bereits im Oktober 2021, noch vor dem Krieg in der Ukraine. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir kein Gas aus anderen Quellen als aus russischen. Wir hatten keine Gasvorräte, wir hatten nicht einmal ein anderes Unternehmen, das Gas liefern konnte, außer Gazprom. Über ein Tochterunternehmen von Gazprom waren wir vollständig von russischem Gas abhängig. Bis vergangenes Jahr war Moldaus Energieversorgung komplett gen Osten ausgelegt. Pipelines des russischen Staatskonzerns Gazprom führten über die Ukraine in das Land. Eine andere Möglichkeit, Energie zu importieren, gab es nicht. Nun fließt erstmals Gas durch eine neue Pipeline aus der EU über Rumänien nach Moldau. Die Republik will unabhängig werden vom russischen Gas. Doch der Preis für die Freiheit ist hoch. Und während Moldau den Gasimport aus Russland um 40% reduziert hat, wächst Putins Einfluss auf anderen Wegen. Wir befinden uns inmitten eines hybriden Kriegs. Die teuren Gaspreise schwächen die Bevölkerung. Russland macht sich das zu eigen und nutzt seinen Einfluss, um im Land für soziale Unruhen zu sorgen. Marina Tauber ist zum Gesicht des Protestes gegen die Regierung geworden. Die prorussische Oppositionspolitikerin weiß sich, das Leid der Bevölkerung zunutze zu machen. Ihre Schurpartei steht in enger Verbindung mit Putin. Ihr wird vorgeworfen, durch die Verbreitung russischer Propaganda und bezahlter Proteste das Land destabilisieren zu wollen. Wir sind um 22:30 Uhr nachts in der Zentrale der Schurpartei zum Gespräch verabredet. Ich möchte Tauber mit den Vorwürfen konfrontieren. Ihre Partei, die Schurpartei, wird verdächtigt, den Menschen Geld zu zahlen, damit sie zu den Protesten kommen. Diese Vorwürfe sind lächerlich. Unser Parteivorsitzender Ilan Shor hilft den Menschen, die zu den Protesten kommen wollen. Sie müssen für den Transport zahlen, sie brauchen etwas zu essen und zu trinken. Das ist eine kleine Unterstützung von seiner Seite, aber natürlich ist das keine Bezahlung für den Protest. It's not a payment. Do you blame Putin for? Machen Sie Putin für den Einmarsch in die Ukraine verantwortlich? We are not commenting the geopolitical. Wir äußern uns nicht zu geopolitischen Fragen, weil das nicht im Interesse der Republik Moldau ist. Well, if Russia would be invading here. Doch wenn Russland in Moldau einmarschieren würde, wäre auch die Sicherheit der Menschen hier in Gefahr. Im Moment hören wir Ankündigungen von einem ganz anderen Land, das wiederholt gesagt hat, sie wollen in Transnistrien einmarschieren. Welches Land meinen Sie? Die Ukraine. Doch dazu äußert sich die Regierung natürlich nicht. Tauber dreht den Spieß um und macht die Ukraine zum Aggressor. Doch die Sorge, dass Moskau den westlichen Kurs des Landes verhindern und eine Eingliederung in die russische Föderation vorantreiben will, ist groß. Denn als Putin vergangenen Frühling die ukrainische Hafenstadt Odessa angriff, befürchtete die Regierung, er könnte einen Landkorridor in die abtrünnige, bereits von Russland kontrollierte Region Transnistrien errichten wollen. Wir treffen den Premierminister Dorin Retschan. Ich will wissen, wie groß er die Bedrohung seines Landes einschätzt. There is no military escalation risk. In Moldau besteht kein militärisches Eskalationsrisiko, weder von Russland noch von der Region Transnistrien. Dort hat Russland zwar militärische Truppen stationiert, aber sie haben weder die Fähigkeit noch die Kapazität, uns anzugreifen. Solange die Ukraine Russland standhält, kann Putin Moldau nicht angreifen, zumindest nicht militärisch. Doch der Feind steckt auch im Inneren des Landes. Denn solange das Gas teuer und das Geld knapp ist, verfängt die russische Propaganda und die Proteste werden weitergehen. Ob die Regierung es schafft, den Einfluss Russlands und damit den Umsturz abzuwenden, die Zeit wird es zeigen. Zeigen lassen wollten sich Robert Habeck und Cem Özdemir ziemlich viel. Die beiden Grünen-Minister sind gemeinsam in den brasilianischen Regenwald gereist und mit dabei unsere Reporterin Isabel Finzel. Deutschland hofft, dass unter dem neuen Präsidenten Bolsonaro der Amazonas wieder besser geschützt wird. Aber von wem könnte man den richtigen Umgang mit dem Regenwald wohl besser lernen
als von den Menschen, die darin leben. Deswegen ist die deutsche Delegation tief hineingefahren in den Amazonas zu dem indigenen Dorf Tres Unidos. Prima. In der Stadt Manaus im brasilianischen Regenwald geht es rein in die Schnellboote. Rund eine Stunde lang fahren wir über den riesigen Rio Negro, einem Nebenfluss des Amazonas. Unser Ziel, das indigenen Dorf Tres Unidos. Hier leben etwa 150 Menschen. Und ein Willkommensritual gibt es auch. Der Wirtschaftsminister wird direkt mit Farbe und Pinsel begrüßt. Die passende Bemalung darf nicht fehlen. Zusammen mit Landwirtschaftsminister Cem Özdemir wollte er in den Dschungel fahren. Wir sind dauernd in Bürogebäuden, reden mit den Politikern, fahren in den Dienstwagen hier von A nach B. Einmal muss man doch versuchen, diese Oberfläche zu durchbrechen und dann muss es halt noch organisatorisch möglich sein. Ich kann jetzt nicht 14 Tage lang durch den Regenwald wandern. Und das ist jetzt eines der erreichbarsten ursprünglichen die ursprüngliche Lebensform bewahrenden Dörfer. Der Empfang äußerst freundlich. Um die Bilder geht es dem Wirtschaftsminister wohl auch. Robert Habeck als Regenwaldretter. Hier im Dorf gibt es vor allem auch eine Besonderheit. Obwohl wir mitten im Regenwald sind, gibt es hier sogar Strom. Dank Solarpanels auf dem Dach, finanziert auch mit deutschen Geldern. Die Einwohner sind glücklich darüber, erzählen sie uns. Wir Indigene brauchen Strom, vor allem in der Schule. Und wir haben so jetzt auch tiefgekühltes und wir sitzen auch nicht mehr im Dunkeln. Nach den Jahren unter Ex-Präsident Bolsonaro will das grüne Ministerdoppel hier in Brasilien die Beziehungen wiederbeleben. Die Hoffnungen in den neuen Regierungschef Lula sind groß, vor allem auch, dass er die massive, teils illegale Abholzung des Regenwaldes stoppt. Der Landwirtschaftsminister hat klare Forderungen. Das ist ein harter Kampf. Es geht hier gar nicht so sehr darum, um die Gesetze, die sind schon ganz okay, sondern es geht um die Exekution der Gesetze. Das heißt um die Kontrolle. Strafen müssen folgen und die Leute müssen den Druck des Staates spüren, dass die Gesetzlosigkeit vorbei ist. Bislang hat Brasiliens Präsident das aber noch nicht geschafft. Im Februar war die Abholzung auf einem Rekordhoch. Trotzdem, die beiden deutschen Minister sind überzeugt, der Wille sei da. Nach einer Stunde ist das Abenteuer auch schon wieder vorbei. Es geht zurück in den Alltag, ins nächste Bürogebäude. Wer dem Alltag und tristen Bürogebäuden entfliehen möchte, muss aber nicht mitten hinein in den Amazonas reisen. Das geht auch anders, deutlich näher in der sächsischen Schweiz zum Beispiel. Wandern, klettern, unser Reporter Kevin Lux probiert sich daran aus, aber nicht alleine. Er begleitet einen Sammler, einen Gipfelsammler, der jeden einzelnen Gipfel des Elbsandsteingebirges erklommen hat. Fernab der Zivilisation. Mitten in der sächsischen Schweiz steht das Elbsandsteingebirge. Eine abenteuerliche Kombination aus 1135 Kletterfelsen ragt hier seit 100 Millionen Jahren durch die Baumgipfel. Und Peter Zupke hat sie alle bezwungen. Er ist der Gipfelsammler. Der Moment, wenn man oben ankommt, ist immer wieder unbeschreiblich schön. Man lässt einfach die Sorgen unten im Tal und denkt nur noch ans Klettern. An die Anstrengungen, die man gerade hinter sich gelassen hat und kann wunderschön den Blick übers Tal schweifen lassen. 9 Uhr morgens im sächsischen Bad Schandau. 12 Grad bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Bestes Kletterwetter also. Rund 30 Minuten entfernt liegt der Nationalpark Sächsische Schweiz. Ich folge dem Ruf der Wildnis, die Mission, meinen ersten Gipfel erklimmen. Wann war das letzte Mal, dass Sie etwas zum ersten Mal getan haben? Bei mir ist das ehrlich gesagt schon ganz schön lange her, aber heute geht's raus aus der Komfortzone. Dafür brauche ich allerdings noch etwas sportlichere Kleidung. Und natürlich Verstärkung. Und die ist auch schon im Anmarsch. Peter Zupke hat seinen Kletterkollegen Tobias Born im Schlepptau. Das dynamische Duo ist seit 2 Jahren gemeinsam auf Gipfeljagd und nimmt mich heute unter ihre Fittiche. Der Gipfelsammler sitzt vor mir. 1135 Gipfel erklommen.
Wie kommt man dazu? Was macht die Faszination Klettern für Sie aus? Also mein Onkel, der war auch schon auf allen Gipfeln der Sächsischen Schweiz oben und da habe ich relativ schnell entschieden, dass ich das auch möchte. Es ist eigentlich das Gesamtpaket. Also einmal ist es übelst schön, hier in der Natur zu sein, in der Sächsischen Schweiz. Aber dann macht auch diese Abenteuerlichkeit des Kletterns hier in Sachsen einen großen Reiz aus. Klettern, nicht quatschen, also nichts wie los. Zum Ort des Geschehens müssen wir noch rund 30 Minuten wandern. Und dann steht er da, der sanfte Riese, die 39 Meter hohe Dürrebielnadel. Doch wer hier heil hoch und noch viel wichtiger wieder herunterkommen will, braucht einiges an Ausrüstung. Ganz ohne Equipment wird das hier nichts, richtig? Nee. Was habt ihr alles dabei? Klamotten für alle Wetterlagen. Ja. Natürlich etwas Verpflegung, natürlich Klettersachen. Mhm. Einmal so die Expressschlingen. Ja. Die hängt man halt ein und oben hängt man es in die Sicherung. Mhm. Unten hängt man das Seil ein und dann ist man gesichert. Peter Zucke juckte schon in den Fingern. Wetterbedingt musste der Gipfelsammler die letzten Monate nämlich am Boden bleiben. Ja, dann würde ich anfangen. Mach das, ich hab dich jedenfalls. Als sogenannter Vorsteiger muss der Maschinenbaustudent die ersten Meter ohne Sicherung zurücklegen. Nach ca. 3 Metern erreicht er dann den ersten von mehreren Metallringen, die in unregelmäßigen Abständen in den Felsen eingelassen sind. Hier bringt der Kletterer eine Schlinge an und führt das Seil durch. So, zurück. Nach einer halben Stunde an der Wand lässt langsam aber sicher die Kraft nach. Der Kopf will zwar noch, die Arme aber nicht mehr. Okay, nur kurz ausruhen. Mhm. Und dann probiere ich mal final durchzuziehen. 10 Jahre Erfahrung hat Zupke mittlerweile auf dem Kletterkonto. Hin und wieder gerät aber selbst der Profi in gefährliche Situationen. Es kommt definitiv zu Situationen, wo es brenzlig wird. Da muss man nur einen kühlen Kopf bewahren und wissen, was man so macht. Der Weg hier ist gut gesichert. Hier hat er schon 3 Ringe. Kann halt Flugmeter sammeln, aber passieren wird da jetzt nichts. Da bin ich beruhigt. Endspurt am Felsen. Zucke mobilisiert seine letzten Kraftreserven. Die Belohnung ist zum Greifen nah. Auch Kletterkollege Tobias Born kommt jetzt auf seine Kosten. Und dann ist es endlich soweit. Mein erstes Kletterstündlein hat geschlagen. Na, wir könnten hier nochmal ums Eck gehen. Da gibt es den Nussknacker. Das ist auch ein kleiner Gipfel. Ist nicht so weit. Okay. Und da steht er, mein Endgegner. 10 Meter ragt der felsige Feind in die Höhe. Und damit ich im besten Fall heil oben ankomme, macht Tobias Born den Vorsteiger und sorgt für die Sicherung. Bis es endlich heißt: Ich komme! Und dann ziehen und mit dem Fuß schieben. Den anderen Fuß kannst du hier auf diesen. Ja, genau, wunderbar. Ich muss meinen Pommesarmen nun alles abverlangen. Ich versuche, ruhig zu bleiben. Allerdings leichter gesagt als getan, wenn einem der Boden unter den Füßen fehlt. Der Körper, der hat ja dann doch den Urinstinkt, den Überlebenstrieb in sich. Und mein Körper denkt, was machst du? Was tust du? Aber gleichzeitig bin ich auch ein bisschen stolz, dass ich das bis hierher schon geschafft habe. Boah, ist das ein Ausblick. Also es fühlt sich an, als hätte ich schon 100 Meter hinter mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bergheil. Nach rund 10 Minuten habe ich tatsächlich meinen ersten Gipfel erklommen. Na gut, ein kleiner Gipfel, aber immerhin ein Gipfel. Um den Erfolg gebührend zu feiern, darf ich mich in das traditionelle Gipfelbuch eintragen, das hier oben bereits seit 1996 liegt und die Kletterer nach der Anstrengung begrüßt. Wieder am Boden und immer noch voller Adrenalin wird es Zeit für einen Blick in die Zukunft. Was liegt noch an? Was reizt euch? Irgendein Gebirge auf dieser Welt, wo ihr sagt, da wollen wir noch mal hin. Diesen Gipfel wollen wir unbedingt erklimmen. Es gibt da so viele Felsen, wo ich gerne mal klettern möchte und Gebiete. Auch bei den Tschechen auf der anderen Seite der Grenze. Es sind so viele schöne Sandstein-Klettergebiete.
Für das Kletterduo heißt es also immer höher, immer weiter. Denn die Gipfelsammler haben noch lange nicht genug. Soweit von uns hier bei Weltreporter. Und wie immer gilt, Sie finden unsere Sendung und weitere spannende Beiträge auch online unter welt.de und dort in der Mediathek. Machen Sie es gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.